Ein Süßer. Du parkst auf einer Abbiegespur, das geht gar nicht. Was randalierst du an mein Auto rum? Falschparker! Boah, erreicht es. Ja, genau, du kommst auch. Und haut selbst aus deinem Auto, ja. Schlag dir den Schädel an hier. Das Geräusch dazu noch, Lady. Ja. Oh, nächste Mission, ja. Tresor auf Sprengstoff. Die nehmen noch den Raum. Ich glaube, es geht los. Na, ja, eben. Musste ich eigentlich. Ich weiß nicht mal, wem das Auto gehört, aber ich fahre damit jetzt einfach. Ne? Der Oldtimer, der da steht, der gehört mir. Ist okay. Der Roosevelt. Der gehört mal, ist meiner. Oder? Ja. Meine Autos sind für Freunde immer offen, alles gut. Ja, weil ich stehe immer da alleine, keiner mehr da. Ein grünes Auto stand da. Ja. Jetzt fliegen wir ganz schön ruhig. Sollen wir dann auf die warten? Können wir machen. Vielleicht sollten wir das machen. Wenn die überhaupt vom Kaffee trinken wiederkommen. Also aus dem Auto fahren müssen wir echt noch üben, Baby. Ich weiß gar nicht, was du da gerade gesehen hast. Ich auch nicht. Also du hast den Fahrstil von den NPCs aus GTA abgeguckt, das kann auch ja. sein. Ja, und wo musst du ja lernen? Wo haben sie fahren gelernt? GTA 5. Nee, genau gesagt, GTA Vice City. Ich muss stehen bleiben, bleiben, warten. Scheiß auf die Schranke jetzt. Zug ist vorbei. Ich habe extra ein bisschen hinten gepasst. Bitte schön. Danke. Ja. Zieh doch. Ich stehe hier noch. Müsst ihr mit dem Boot und tauchen gehen. Wird ja leider. Ihr habt hoffentlich Tauchanzug dabei. Wer weiß. Da ist aber vorne am Dock eins.
Kann jeder sich anziehen. Soll ich noch warten oder? Warte mal gerade kurz. Du hast noch kein Taucherzeug an, Baby, ne? Ich weiß, das sag ich auch. Nein, nein, nein. Ich wollte ja eigentlich nur diese Waffen hier, Munition einsammeln. So. Dann steht der ja schon an der Leiter hier. Da kommt was. Du fährst mir nicht weg. Da, dem komischen gelben Gestell, Baby. Wo du gerade herkamst. Hinter dem Auto. Ja, mit da ist das Gestell. Und da ist da, da muss dein Vater das rausfinden. Ja. Kann ich auch noch mit euch tauchen. Oh Gott. Warum? Ich war doch noch nie tauchen. Warum danke, Markus. 12.000 von dir. Oh Gott. Sind sie auch so ein Frack oder was? Scheinbar. Das war zumindest das Boot, wo Markus nicht drin sitzt. Ich tauche ich den ich unter. Ich stehe schon in der Nähe vom Fragezeichen, falls die dann angreifen. Du musst X drücken, um ins Boot zu steigen, Baby. Bei mir steht noch, du suche das Frack. Ja, da müssen wir erstmal hinfahren. Richtig. Also. Drauf auf. Und dann Dreieck einsetzen, ne? Hinsetzen. Ja, hinsetzen kannst du nicht hinsetzen, Alter. So. Ja. Und wie tauche ich unter? Also, heilige Scheiße. Das könnt ihr mir nicht antun, der erste Tauchaktion hier. Nimm es doch, da liegt's doch. Oh, ey. Da liegt doch die. Wieso kann der das. Wieso nimmt er das nicht? Oder ist das nicht das? Ah, da. Jetzt. Hier ist eins. Mensch, geh nach unten. Jetzt. Ich hab eins. Wir brauchen aber zwei. Ja, dann holt euch noch das andere. Wie sieht das überhaupt aus, was ich suchen soll? Ich weiß es nicht, was. Als sich irgendwas auf dem Wasser bewegt, weil ich es habe. Bist du jetzt an die Kiste, bist du an die Kisten reingegangen? Jetzt wird's interessant. Markus, bist du an die Kisten da rangegangen oder was? Nein, da sind andere Kisten, das ist nicht das gleiche. Ne, die rot leuchtenden. Ne, nicht die, das sind noch andere. Das sind so graue, nicht schwarze. Okay. Such mal so eine graue Kiste. Oh, hier sind überall keine Leitern zum Hochklettern, zum Kotzen. Ich habe die Hubschrauber schon mal abgehalten. Ja. Da ist auch noch einer. Ja, der ist gleich weg. Und da was ist noch macht einer. Die mit mir, ey? Der ist auch weg. Und da kommen gleich noch welche. Ah, hier. Wundert euch nicht, wenn Hubschrauber regnen. Also kann ich rauf. Ja, ja. Ich suche gerade hier rein. Der liegt hier oben auf dem Felsen. Jetzt. Wo ist denn jetzt hin? Da war doch gerade die Leiter. Da. Lag mir so außerhalb auf dem Felsen. Einen kann ich einsammeln. Schön. Ich hätte mich jetzt eingesammelt wegen dem Barbe. Ich hab doch auch eine. Also, ja, ja, alles gut. Stimmt. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich hier mit den Kisten ziemlich außerhalb stehen. Ja, irgendwo müssen auch noch die Autos stehen von eben, oder nicht? Nee. Die sind zerstört. Gerade das LKW fahren. Ach, das ist nur ein Anhänger. Das ist leider nur ein Anhänger, ja.
Ich fliege über euch drüber, um die euch wenigstens vor den Hubschrauber noch zu schützen. Ja, der haut natürlich auch ab. Ich habe einen auf jeden Fall mit dem Paket drin. Ja, ja, Markus, ich, und ich bin der an, ich bin hab das andere. Soll ich den abliefern? Ja, mach, alles gut, wir haben jetzt ein Auto. Wir könnt quasi Richtung Spielhalle zurück, ja. Okay. Wir haben ein Auto und passt. Okay. Ist doch ein bisschen einfacher mit so einem Deluxe, so, ne? Dass man einen in der Luft hat, der die abschießt. Ne. Wo man dann selber zum Kanonenfutter wird. Ne. So, dann machen wir danach Feierabend und dann machen wir den Rest morgen. Würde ich sagen, gleich um Uhrzeit, wenn das für euch passt. Muss mal schauen, ich melde mich morgen früh. Ja, ja, alles gut. Haben wir morgen Sonntag? Ja. Ja. Okay. Wir warten ein bisschen auf die anderen. Alles gut? Ach, ich könnte schon abliefern, alles passt. Das bis der Baby hier fertig ist, das dauert noch 10 Minuten. Immer diese Fußgänger. Euch noch einer am Arsch? Nö, überhaupt nicht. Okay. Wir haben schon eine ganze Weile, sind wir die alle los. Okay. Perfekt. Dann haben wir das erledigt. Ausrüstungsoutfit wurde freigeschaltet und ein Kleiderschrank hinzugefügt. Das heißt, du hast die Sachen im Kleiderschrank. Du brauchst ja nicht extra glitschen oder kaufen oder sonst irgendwas, sondern du müsstest das Ding eigentlich haben. Und damit haben wir das auch erledigt. So. Dann komme ich jetzt raus. Ich mach Karussell fahren. Dann sind wir, würde ich sagen, sind wir durch heute. Haben wir gut was geschafft. Eieiei. Sorry wegen des Handy nochmal.